Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem Spiel auf Steam. Like Clay heißt das. Ja, es ist so eine Art Adventure mit ein paar Horrorelementen. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal zusammen an. Oh, your name is... Was steht da unten? Egal, your name is Jim Stevens. Tom Kemmer, an ex-fellow student, is missing. After your joint studies in economics at a university in Switzerland, you moved back to England. Tom stayed in Switzerland and moved in with his girlfriend into a small apartment on the countryside. Tom and you stayed in contact via email. He got a well-paying job at an insurance company, and for a short time he was satisfied with his life. But then the relationship with his girlfriend broke apart. This burdened him so much that he was not able to work to the satisfaction of his employers anymore. Tom and his girlfriend separated. For a short time, he stayed alone in the apartment. After having lost his job, he was unable to pay for the rent, and all of a sudden, he was homeless. In the last email Tom had sent to you, he had mentioned that finally things were working out again. He had found a new sense in life. He had found a new home, and he had also made new friends. After that, there was no more connection. All of your messages and calls stayed unanswered. Finally, even his mom, who lived in Germany, contacted you. He also did not answer her anymore. She urged you to fly to Switzerland and look for Tom. She also gave you his new address. You agreed to take a few days off. For some time, you moved into a furnished apartment in the same building as Tom had lived in before his disappearance. Last night you arrived and moved in. You made yourself comfortable as you possibly could, considering the short amount of time. Your flat is in the 5th floor. In the apartment you found a message of Tom's. The message is not addressed to you. Probably it was meant for the previous tenant. You just have not had the time yet to really study it well. Okay, das sind jetzt die, also zusammengefasst, wir suchen nach einem gewissen Tom, der hat das Übliche, er hat seinen Job verloren, er hat die Freundin verloren, deswegen konnte er seine Miete nicht zahlen, er ist woanders hingezogen und hat aber noch irgendwie per E-Mail geschrieben, dass alles wundervoll ist, aber er ist dann einfach abgehauen und ich glaube, auf die Bitte von seiner Mutter hin soll ich jetzt nach ihm mal schauen. Ja, das machen wir. WASD to move, left shift to sprint, mouse to look, escape for pause menu, left mouse button to interact, das übliche. You can change those settings, bla bla bla. Okay. Oh, wie jetzt? Ach so, ja, find Tom Kemmer. So. Okay, also wir sind jetzt, denke ich mal, in diesem Apartment. Wir haben nämlich da in der 5. Etage, weil wir ja nach dem gucken sollen, haben wir ein eigenes Apartment gebucht. Das ist im selben Gebäude. So, jetzt suchen wir mal nach diesem Kämmer, würde ich sagen, ne? Aber ich bin mir natürlich jetzt nicht sicher. Hey, der steht da gar nicht drin, ne? Bretti, Oberholzer, Müller, Seger, Tree, Büschi, Bühler, Graf, Krummach, bla, Fischer... Gedöns, Tanaka, Werner, Schmidt, Schmidt, Berger, Brenner, Müller, March Lee, Gruber, Warner, Stevens, verdammt. Dear Mr. Stevens, on behalf of Meet Me Immobilien, let me welcome you to Switzerland and to your temporary home. Your apartment is located on the 5th floor. A floor plan can be found on the next page. In addition to your apartment, a basement compartment is available free of charge. At the end of your stay, Julie, 25th, please leave the door open and the key on the small round table in your apartment. Please do not hesitate to contact me if you have any questions. Respectfully, yours, Tamara Tronner. Ach du Scheiße. 5th floor, took cleaning supplies. Elevator, Stairs. Okay, es ist direkt quasi
Neben dem Elevator ist noch ein Raum und durch und rechts ist dann quasi. Das ist der Keller. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal, ne? Ist denn der Elevator? Egal, wir trümmern überall mal dagegen. Ah, hier haben sie einen Kinderspielraum. Ist closed. It's closed. Alter, gruselig. Wir fahren lieber mit dem Aufzug. Der ist bestimmt nicht so gruselig. Fünfter Stock. Na, 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 na. Ja, wird das hier noch was? Oh. Da sind wir. So. Hier sind die Treppen. Hier ist die Tür, die wir gesehen haben. Und das hier ist eigentlich schon unser Raum, richtig? Ha! So, machen wir den La. Soweit, so gut. Hier liegt ein Zettel. Dear Samuel, unfortunately, we were forced to slightly change the introduction procedure for new members. If you wish to join the Children of Saw, please knock twice at Daniel Burger's door on the second floor for an interview, daily from 1 to 5 p.m. Ich glaube, das muss ich mir aufschreiben. Das habe ich nämlich gleich wieder vergessen. So, bei Burgers im Second Floor zweimal klopfen. So, right button to close. Okay, hier können wir nichts drücken. Alles soweit normal hier, ne? Würde ich sagen. Ja, dann gehen wir halt, ne? Nochmal. Ist wahrscheinlich das Bad, genau. So, Second Floor. Quatsch hier, ne? Wir gehen die Treppen, das geht bestimmt schneller. Dritter. Second. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo Burger ist. Tanaka? Mann, Burger und zweimal klopfen. Eins. Das war eigentlich schon zweimal, ne? Wir klopfen nochmal. Hey, guck mal. Dear Tom, this isn't working for me. For me. I'm afraid your priest can't help me. I have to search for help elsewhere. I left the key to your apartment in your mailbox. Patricia. In your mailbox. Hä? Ja, stand da gerade Grützi auf der Fußmatte. Sehr geiler Scheiß. Tja, Leute. Irgendwie. Click on the metal to peek into the. Gruber? Müller?
kann auch leider gar nicht nach oben springen, deswegen sehe ich gar nicht, was jetzt hier. Bis jetzt sehe ich mal noch keinen Schlüssel. Toll. Lustig, echt. Hä, wie soll ich denn da reingucken? Da! Hä, kann ich... Wir müssen irgendwas... finden, um den da rauszukriegen, den Schlüssel, Leute. Irgendwas Langes. Hier. Nee, das kann ich nicht. Das ist so dick. Scheiße. Was können wir denn dafür nehmen? Doch nicht. Vielleicht. Wir gehen mal in den Keller. Na, großes Kino. Ach so, das war der Aufzug, den ich gerade gerufen habe. Hier? Ist hier irgendwas drin? Nicht wirklich, ne? Zu. Ist auch nix. Oh. Das kann doch nicht sein, Leute. Viel zu dunkel. Ah! Ha! Und schon haben wir es. So. Dann gehen wir mal wieder hoch. Ist krass mit Bewegungsmeldern. Schon ganz cool gemacht. So, dann nehmen wir den mal. Scheiße, wo war der jetzt nochmal bei? Ah, jetzt habe ich wieder vergessen. Da, ne? Ha! So. Berger. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Scheiße. Fuck, wo war denn das jetzt? Müssen wir alle durchprobieren jetzt, oder wie? Oder stand das da auf dem Zettel? Ich bin nicht sicher. Wir können ja mal kurz gucken. Ah, hier gibt es leider irgendwie keinen Knopf für. Ihr wisst schon. Nee, ihr wisst es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich wollte eigentlich die Missionsziele oder halt so ein Logbuch, ne, wo du dann halt irgendwie... Werner. Ist zu. Ist eigentlich ganz cool gemacht, oder? Das Spiel. Kann man eigentlich gar nicht meckern. Hier. Ah, es ist wirklich das. Okay. Sore is good. Haben die hier irgendwie eine Satansanbetung gemacht oder was?
Path to Saw. Play the Holy Gong of Saw 5 times. Level 1 Chapel, Level 2 Trials, Level 3. What? Use move and sprint keys to rotate. Mann! You will find Saw in all the corners of the world. Hä? Oh ja. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Die Frage ist, wo zur Hölle ist dieser Schlüssel für? Wahrscheinlich für eine von den Türen. After kissing the holy ring of Saw, you may enter the chapel in the basement. Was für ein Ring? Wir haben jetzt den Schlüssel benutzt. Und da ist der Ring. Abgefahren. Use move and sprint to rotate. Habe ich den jetzt geküsst? Ich hoffe es. Guck mal. June 1st. I had no job, no girlfriend and no place to live. When the children of Saw approached me, they offered me a roof over my head and a fresh start. If I'm willing to join the children of Saw, I was lost and then they found me. I moved in 4 days ago and I'm feeling a lot better already. I've learned a lot about Saw and all the people here seem really friendly. There is still much more to learn. I want to move to level 4 as quickly as possible. Daniel, I know that I owe you a lot, but I'm having doubts about some of the methods of the children of Saw. I continue on my path to Saw for now, but some of the things that I have seen and heard have shaken my confidence that this is the right way for me. By the way, I heard that there's a level 5. Is that true? In case it is true, how can I advance to this level? Krass. Also wir haben anscheinend mehrere Level. Hier stehen ja auch schon 4 drauf. Chapel, Trials Library. Okay. After kissing, you may enter the chapel in the basement. Ja. Falscher Weg. Was? Wer hat das gesagt? Zack. Und noch weiter runter. So, dann gehen wir mal in die Chapel. Was ist das denn immer für ein Geräusch? Oh! Oh! Wir haben wohl den ersten Level erreicht.
Krass, oder? Feind Tom Kemmer. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wash yourself before attending a service. Okay. Was zum... Oh, was ist das? Please, if someone read this, is the priest hiding something from us? I went back to the chapel after a service. He was gone. I didn't see him leaving the room. Is the secret door somewhere? Patricia... Mein Hund läuft die ganze Zeit hier rum. Der macht mich wahnsinnig. He was gone. I didn't see him leaving the room. Is there a secret door somewhere? Patricia, you have to be careful. This cult is not as peaceful as it may seem. So. Da will jemand zugucken. I suggest you leave it as quickly as possible. Kevin, why didn't you invite me to this conversation? I don't want to have anything to do with you. Sinners and traitors, Tom. You are new here, and I understand that for new people this cult may seem like something positive. They want you to feel welcome and loved and special and whatnot. However, that's only a facade. Ja, das war klar, ne? You will find out about that soon enough. You will find the next message in the Hall of Trials in the safe next to the unholy relic. Feel free to get in touch with us if you change your mind. Kevin. Boah, ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, Leute, wie das hier jetzt dann weitergeht, ne? Ach du Scheiße. Was ist das? Hä? Was ist denn jetzt drauf geklickt? To wall for roof. Aha. Tja, Leute, ich würde sagen, das ist gar nicht mal so uninteressant. Ich frage jetzt euch mal, wollt ihr, dass ich das weiterzocke? Oder... Wollt ihr es nicht? Ich mache das jetzt mal von euch abhängig. Ich finde es gar nicht so uninteressant. Also, es funktioniert alles ganz gut. Es sieht ganz cool aus. Steuerung, alles super. Keine Probleme mit dem Spiel. Ja. Sehr, sehr krass, Leute. Like Clay heißt das. Like Clay. Wenn ihr es selber ausprobieren wollt, der Link ist wie immer unter dem Video. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.